Seid willkommen, Leute, zu einer neuen Folge von Legend of Zelda Link to the Past. Ja, in der letzten Folge haben wir das dritte Amulett bekommen und machen uns jetzt schnurstracks auf den Weg in Richtung verlorene Wälder. So. Warum jetzt plötzlich mal wieder die Emulatorzahl da unten zu sehen ist. Es gab bereits zuvor eine Aufnahme, aber die ist aus unerklärlichen Gründen schiefgelaufen mit Fraps. Und aus diesem Grund werde ich jetzt einfach mal die Zahl da unten stehen lassen. War ja bereits in anderen Parts auch nicht so störend. So, okay. Jetzt sind wir hier. Nahe der verlorenen Wälder, wo wir auch hin müssen. Denn uns wurde ja gesagt, wir sollen das Masterschwert aus dem Stein ziehen. Der darf uns nicht treffen, weil das ist ein... Ja, das ist ein Dieb und das ist eine Fälschung vom Masterschwert. Also die nicht. So, hier ist das Original. Und raus mit dir. Schwing. Flo, ich bin es. Sahasrala. Ich kann es kaum glauben, dass du Tachi das Masterschwert errungen hast. Ich glaube, dass du mit diesem glänzenden Schwert die böse Macht des Zauberers nie erschmettern kannst. Das Schicksal dieses Landes liegt in deinen Händen. Ich habe Vertrauen in dich. Flo, Hilfe, die Bugwaren dringen in die Kathedrale ein. Ah. Jo, und wisst ihr, was wir jetzt... machen? Wir versuchen mal eine Abkürzung zu nehmen. Hat geklappt. Flo, du kamst eine Sekunde zu spät, ich konnte es nicht verändern, Zelda. Die Soldaten haben sie entführt. Sie brachten sie ganz oben in den Burgturm. Du musst sie finden, bevor der Zauber seine Magie gegen sie anwendet. Bitte, du bist unsere einzige Hoffnung. Tja, dahin schwindet der Alte. Lass uns aber ein Herzteil zurück. Wir müssen jetzt quasi ins Schloss zurück. Und versuchen, Zelda zu retten. Also, auf geht's. Halte aus, Zelda, wir kommen. So, tschüss, Mr. Krabs. So, schwimmen können wir auch nicht, damit wir keine Schwimmflossen haben. Aber wir können hier eine Abkürzung nehmen. Nämlich die. Da wird jetzt das Kraftarmband unseren Besitz haben. Einfach vorbei zwischen den Wachen und rein ins Schloss. So, ich habe keine Fee mitgenommen. Und warum, das werdet ihr dann auch sehen, weil das ist... Auch dieser Part ist noch nicht sonderlich schwer. Feen werde ich erst in der Otherworld benötigen. Auch nur zur Not. So, jetzt kommen wir nämlich hier durch, durch sein Kraftfeld. Und müssen jetzt quasi hoch in den Turm. Haben auch gleich eine Dungeon-Karte, das heißt, wir müssen hier bis nach ganz oben hin.
Aber lasst euch von den ganzen Zahlen nicht beeindrucken, es ist wirklich nicht so weit. Und das hier sieht irgendwie aus wie so ein Smiley unten von der Form her. Augen, Mund und Nase oder so. Da ist eine Schüssel drin. Und wir kommen einen Stockwerk höher. So, da wir das letzte noch nicht haben, werde ich mir später besorgen. Ja. Machen wir erstmal so weiter wie geplant. Also die normalen Standard-Dungeons. Bevor wir so Nebenquests erledigen. Weil ja, ich mach's halt, wie ich es brauche, ne? Und Feen brauche ich im Moment eher weniger. So. Taler. Schon geht's weiter. Moment, Leute, es laggt gerade ein bisschen. So, Leute, es kann weitergehen. Der Lag ist jetzt hoffentlich ganz gut behoben. Und wir wagen uns immer tiefer in den Turm hinein. Ich würde hier mal ein bisschen Licht machen, dass wir besser sehen können. Ja, wir können sie ganz einfach runterschmeißen. So, Licht zu machen ist hier gut vom Vorteil, weil dann kann man Gegner besser sehen. Und wir gehen noch ein Stückchen höher. Kommt ihr dran? Die komischen roten Typen. Auch ihr seid schnell erledigt. Jetzt hat er mich doch trotzdem getroffen. Hat aber trotzdem keine Chance gegen uns. Ihr braucht zwei Rundschläge für euch. So, Schlüssel haben wir. Das heißt, jetzt geht's hier lang. Müssen wir nicht unbedingt machen, können also weitergehen. Och nö. Ich will euch töten noch, könnt ihr ja vergessen. Nein, oh. Das kriegst du wieder. Bam. Ha, jetzt bist du runtergeflogen, nicht wir. So, jetzt wird es hier ein bisschen eng. Dann ist auch runtergeflogen. Und wir nähern uns dem Ende. Oh lala, Flo, schön, dass du gekommen bist. Haha, ich habe auf dich gewartet. Endlich kann ich Stella von der Augen verschwinden lassen. Sieh genau hin, noch siehst du in der ganzen Armut, aber nicht mehr lange kleiner. Ja, er macht ein paar komische Routine.
Houdini-Tricks und lässt Zelda vor unseren Augen einfach so verschwinden. Ach, das kriegt er wieder auf einen. Na bitte, damit die Siegel der sieben Weisen endlich gebrochen. Du wirst nicht mehr lange dauern, bis das Böse in Hyrule seinen Einzug hält. Nicht einmal der Held der Legende kann uns jetzt noch aufhalten. Die goldene Macht ist mit uns. Mach's gut, Kleiner. So, du komischer Zauberer, jetzt bist du fällig. Du möchtest also Duell ausfallen, nichts lieber als das. Pass mal auf. Ich kann dich nämlich ganz locker besiegen. Und zwar so. Nehme ich nämlich ganz einfach deine magischen Bälle zurückschleudern. So, darf man überhaupt passen, wenn er das macht? Und wenn er das macht, dann müssen wir uns einfach hier hinstellen. Weil er macht seine Blitzattacke. Wie ihr seht, er ist wirklich kinderleicht zu besiegen. Also, das ist keine große Herausforderung. Müsste auch schon bald besiegt sein. Jetzt macht er das. Jetzt macht er seine Blitzattacke. Ja, wenn man erstmal die Taktiken der Gegner kennt, dann sind sie eigentlich schon so gut wie besiegt. Na ja, gut, fast. Das war ein Helden würdig, aber ich gebe nicht zu schnell auf. Attention, ich werde in den Schattenwelt verbannt. Tja. Das hast du aber eins übersehen, mein Freund. Wir haben nicht den Spiegel. Fluch, kannst du mich hören? Ich bin es, dessen Namen ich nicht aussprechen kann. Der zu dir spricht. Der Ort, an dem du jetzt stehst, war einst das goldene Land. Doch nun, es ist die Schattenwelt. Der das Böse regieren. Der Zauberer scheint das Siegel der Weisen gebrochen zu haben. Damit schuf er am Eingang der Burg eine Verbindung, durch die das Böse der Schattenwelt in die Lichtwelt eindringen kann. Nur kann die goldene Macht zurückgewonnen werden, ist die Lichtwelt zu retten. Auch musst du sieben Mädchen befreien, die Nachfahren der sieben Weisen. Ihre ererbten Kräfte werden dir bestimmt helfen. Sie werden in den Verliesen der Schattenwelt festgehalten. Geh zuallererst zum Palast in Dunkelheit. Du bist der Einzige, der uns retten kann. Die einzige Hoffnung, erfüllt den Wunsch eines alten Mannes, bitte. Die Nachfahren der sieben Weisen. Waren das eventuell die sieben Weisen, die man in Norikau Ocarina of Time gesehen hat, dass diese Mädchen quasi jetzt dessen Nachfahren sind? Weil es kommt mir gerade irgendwie so vor, vielleicht irre ich mich auch. Wenn es anders ist, schreibt es in die Kommentare, ich würde es nämlich gerne mal wissen, diese Frage interessiert mich nämlich. Laut Aufnahmezeit nehmen wir jetzt bereits 11 Minuten auf. So, zum Palast werde ich jetzt noch nicht gehen. Ich werde mich das erstmal zurück teleportieren lassen in die in meine Welt. Weil ich muss in Kakariko noch was erledigen. Mir zum Beispiel ein Schmetterlingsnetz besorgen. Von dem einen Jungen in der Hütte. Damit ich nämlich die Feen einfangen kann. Ich werde dann quasi sehen, was ich mal noch so machen kann. An Nebenquests. Weil wir haben Zeit, wir müssen ja nicht gerade durchrushen durch das Spiel. Wie gesagt, der Dungeon, wo ich Probleme hatte, der kommt erst ganz, ganz später. Fast am Ende des Spiels.
Mit dem haben wir schon gesprochen. Der hatte nichts Besonderes. Hier war auch nicht drin, der Junge. Oh, ich lass mich doch von so einem komischen Harzwurst treffen, ey. Na geil. Nee, das war nicht das Haus. Hier waren bloß die Chicken McNuggets drin. So, die komische Dorfkneipe, war hier eigentlich noch was? Die hübsche, hab dich gesehen. Die Frau. Die Frau wohnt am Wasserfall der Wünsche bei den Dügen. Und der Flussquelle. Die musst du mir angucken. Die wirst du mögen. Ja, hübsche Frau, das ist ja ganz schön betrunken aus, mein Freund. Mein Sohn hat gerne Flöte gespielt, doch ist lange Zucker so goldene Macht zu suchen, kam nie mehr zurück. Was er macht. Er ist auch schon fast so ziemlich am Abnippeln. So, hier ist nichts mehr. Oh, so ein komischer Soldat. So, das war das krautige Haus. Da ist auch nichts für uns. Sorry. Wo war denn der Junge? Wo war denn der drin? So, da war nur die Frau des Ältesten drin. Hier drin war auch bloß eine Frau. Ich renne schon wieder planlos durch die Gegend und suche diesen komischen Jungen in seinem Häuschen. Den Schmetterlingsjungen. Ah, hier haben wir einen kleinen Laden drin, können uns hier quasi auch Trank kaufen. Und damit haben wir zwei Flaschen. Aber ich suche immer noch den Jungen. Das Unkrauthaus war es nicht. Nächstes Haus. Ja, hier war sie gewesen. Keuch, es tut mir leid, aber ich kann nicht aus dem Haus, weil ich krank bin von der Kälte des Bösen. Der aus dem Berg kommt, bin ich wohl krank geworden. Hier mein Schmetterlingsnetz, ich kann es im Moment sowieso nicht gebrauchen. Das Ding ist, damit lässt sich so manches einfangen. Ja, wir müssen dem guten, glaube ich, irgendwas bringen. So eine Biene, glaube ich. Ich werde es einfach mal mit der Biene versuchen. Und mal gucken, ob das funktioniert. Ich glaube, es war eine Biene, Jungs. Müsste ich aber erstmal finden, natürlich. Eine Biene. Oder vielleicht im Dorf direkt. Na, mal schauen. Ich habe da noch ein bisschen Zeit. Ist nischt. Bei den kleinen Bäumen scheint auch nichts zu sein. Ja, da sind genug Bienen.
mal sehen, ob es das ist, was. Ob es vielleicht das ist, was du willst. Nein. Offensichtlich nicht. Moment, wartet mal, hier im Süden war doch noch so ein Typ. Was wollte der eigentlich von uns? Der hat mich mal getroffen. Ärgerlich. Silber war hier drin. Ach, sein komisches Kistenspiel. Ich gehe mal nach Süden Richtung Wüste, weil ich glaube, da saß doch noch so ein Typ herum, der irgendwas wollte. Werde ich gleich mal auschecken. Vielleicht hat er noch was für uns. So. Haben wir Spar abgekürzt und gehen hier mal in die Wüste rein. Ist hier vielleicht noch was versteckt? Hm, vielleicht mit dem Buch? Nein. Irgendwas war mit dir. Sprich mich an, ich bin ein komischer Kauz. Schild nicht rausziehen. Ja. Was es mit dem Kauz auf sich hat, kann ich jetzt auf die Schnelle auch nicht sagen. Mann, ihr Dünnkrähen, lass mich da mal rüber. Ich weiß, dass hier noch ein kleines Secret versteckt war. Nämlich hier. So, was haben wir hier drin? Nur ein. Die Suche die Höhlen östlich des Hylia-Sees. Dort gibt es eine Seltenheit. Einige Seltenheiten zu finden. Östlich des Hylia-Sees. Okay, ich würde sagen, das machen wir am nächsten Part. Also das war Zelda Link to the Past für heute. So, diesmal weiß ich genau, dass die Aufnahme geklappt hat, weil ich sehe die rote Zahl am Rand. Ja. Also, bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuschauen, euer Wacky Lion. Tschüss.